Ja, hallo liebe Angelfreunde. Ich habe mich heute mal wieder ans Wasser getraut. Schönes Wetter. Ein schöner Sommertag hier am Fluss an der Oka. Mit dabei eine feine Spinnrute, die Tycoon mit 5 bis 22 Gramm Wurfgewicht. Das heißt, es ist eine schöne feine Spitzenaktion, die Rute hat. Die 240 ist hier auch nicht zu lang, passt genau. Eine kleine 2000er Rolle mit einer feinen Schnur und Fluorcarbon, 1,50 oder so davor. Und angehängt habe ich heute hier diesen Köder, der sehr schön ist für Barsch, Döbel und Forelle. Und das sind auch die Zielfische, die man hier erwarten kann. Also ich bin gespannt. Der lässt sich sehr weit werfen, lässt sich auch interessant führen. Also ist sowohl, also ihr seht hier, die Öse ist oberhalb des Fischkörpers, ist also fürs Vertikalangeln auch gut gedacht, aber fürs Spinnfischen genauso gut. Also er hat ein Spinnerblatt hier hinten, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Klar, der Drilling, um den Fisch zu haken, und letzten Endes läuft dieser Köder, wenn ihr den werft, wenn ihr den einfach nur einkurbelt, läuft der quasi mit der Strömung mit und teilweise, je nachdem wie ihr zur Strömung steht, dann auch seitlich. Ja, ich bin gespannt, was er bringt. Ich zeige ihn euch nochmal. So sieht der aus. Ja, schaut mal. Schaut mal, jetzt hat es noch geklappt. Super geiler Barsch auf dem Spin Jig von Jensi, 16,5 Gramm. Super geil, hat mich tierisch gefreut, dass der noch gebissen hat. Schöner Fisch für diesen Fluss hier. Ast rein. Ja, Leute, das kann der Spin Jig auch. Schönen großen Döbel, aber was für ein Otto. Riesen Geschoss, guckt euch mal an, was das für ein Räuber ist. Toller Fisch, also wirklich Wahnsinn. So, also zum Ende der Tour kann ich sagen, der Spin Jig hat sich bewährt. Den tollen Döbel habt ihr gesehen. Der hatte, ich habe ihn jetzt nicht exakt gemessen, 58 oder so. Bestimmt 3 oder 4 Kilo, richtig fetter Brummer. Ja, mochte er gerne, und den Barsch habt ihr auch gesehen, kleine Barsche, kleine Döbel, also laut Katalog Spin Jig, Zielfisch, Köder für Döbel, Barsch und Forelle. Forelle blieb heute aus, aber ansonsten hat er genau das gemacht, was laut Beschreibung seine Funktion ist. Er hat die Fische gefangen, die Zielfische. Also ran ans Wasser, probiert es mal aus, ich würde mich freuen. Ihr könnt gerne auch ein Feedback schicken oder sowas, wenn das bei euch auch so gut klappt. Teil 1. Ciao.